Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir klettern jetzt diese Leiter hier hoch. Nun aber schnell. Sonst geht das Stück auch ohne uns los. Und ich suche gerade. Ah, hab's gefunden. Okay. Okay, perfekt. Pass mal, wir können weitermachen. Ich hab nur meine Fernbedienung gerade gesucht. Was treibst du da? Komm endlich! Wie, hast du etwa Höhenangst? Keine Angst, stell dir einfach vor, dass sie wäre gar nicht so hoch. Ey, zum Verschnaufen haben wir keine Zeit. Mach ich das eigentlich weg? Mach ich das weg? Hallo, ich will das nicht mehr haben. Ey, jetzt bitte weg. Bestimmt Option, oder? Hier. Merken. Er ist weg. Sehr gut. Schon wieder? Keine Angst, habe ich doch gesagt. Glaub mir, die Bretter halten. Außer die. Haha. Arme hast du doch nicht gehalten. Naja, aber solche Details hast du nicht so eng sehen. Ach übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Das ist Vivi. Vivi, ein 9-jähriger Schwarzmagier. Aha, Vivi also. Naja, ist auch ein Name. Ich heiße Puck. Ja, und dann ist Vivi ein komischer Name und du heißt Puck. Freut mich. Ah doch, ich kann hier rüber. Kill erhalten. Aber warte, da kann man ja auch noch rüber. Oh Gott, hier gibt's so viel zum Erkunden. Ja, da zum Beispiel sind nochmal Kill. Da hoch. Ach so. 92 Gil. Die vergisst man einfach irgendwo auf dem Dach. Endlich da. Das ist ja wortwörtlich ein Rattenjunge. Und ich dachte, der heißt nur Rattenjunge. Nein, das ist der Ratte. Und hinter dieser Mauer hier erwartet uns bereits das Schloss. Los, auf geht's! Das Schloss Alexandria. Wo Sedaine immer noch Prinzessin Garnet entführen will. Also er und seine Bande. Hochgeschätztes versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen.
Als ihre königlichen Hoheit Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem Liebsten Marcus verwehrt wird, fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater König Lear findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Marcus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten. Ob ihr königliche Majestät, Königin Brain oder Prinz oder Prinzessin Garnet in der Ehrenlounge, ob die verehrten adligen Herrschaften auf den Rängen oder unsere Zuschauer auf den Dächern, bitte halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Für was? Für was? Okay. Oh, und nun wird er auch noch deine Liebste anfressen? Oh, zum Schicksal betrogener Marcus. Worauf kannst du noch... es geht zu schnell. Gegen das Unrecht, unsere Freunde, lass uns den Scharfrichter König Lear sein... Alter! Chill! Was ist denn das? Das kann man ja nicht mal lesen. Es geht zu schnell vorbei. Wir sind gekommen, dir beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du da, Freund? Meine armen Brüder hat er umgebracht. Auch mich dürstet es nach Rage. Hinfort mit euch. Ich glaube, er hat Rache gesagt. Wer sich mir in den Weg stellt. Ja, erhebt mit euren Schwert gegen mich. So besiegelt ihr das Schicksal. Der Zorn unseres Freundes wird dein Fegefeuer sein. Für den Schmerz unseres Freundes vertausendfach. Alter, muss man schnell lesen. Kann man das irgendwie ausstellen, dass die Textboxen nicht gehen? Ich mag das nämlich echt nicht. Verfehlt, verdammt. Null Schaden? Ah, das ist ja nur ein Schauspiel, ne? Glaub nicht, die Sache wäre damit beendet, Marcus. Bleib stehen! Was zögerst du, Plank? Beruhige dich, Sidane, und denke doch erst einmal nach. Wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das ihren beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Ha! 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 Also gut, du willst es ja nicht anders. Ganz recht. Folge Blanks Anweisungen. Drücke. Je nachdem, was er vorgibt. Ich hab's verkackt. Ah, ich hab schon wieder verkackt. Oh. Ich hab den falschen schon wieder gedrückt, ey. Wir setzen das einmal ein anderes Mal fort. So leicht kommst du mir nicht davon. Mit 100 adligen Besuchern schienen 66 zufrieden zu sein. Königin Brain schien jedoch nicht zufrieden zu sein. Okay. Probieren wir es nochmal. Das kam schon. Elender Verräter.
Ich lasse das ein anderes Mal vor. Okay, ich habe alles geschafft gerade. Von 100 adligen Besuchern schien 100 zufrieden zu sein. A round of applause habe ich gerade bekommen. Auch Königin Brain schien zufrieden zu sein. Nein, ist ja gut. 10.000 Gil wurden auf die Bühne geworfen. Ach du Scheiße, weil ich das jetzt richtig, weil ich das jetzt alles richtig gemacht habe. Okay, krass. So schwer war das gar nicht, weil ich auch voll lange Zeit gehabt. Autsch! Na, fertig mit Umziehen zu Dane. Schon, aber dieser Helm. Der heißt Sedan, ne? Der müffelt irgendwie. Ach, du Armer. Meine Müffel nicht. Nur irgendwie. Der stinkt wie die Pest. Die Rüstung sitzt auch nicht recht. Am Rücken kratzt mich irgendwas. In den Stiefeln steht der Schweiß. Die Handschuhe sind glitschig wie ein Aal. Und die Taschen voll mit Kekskrümeln. Okay, hab verstanden. Aber sag mal, hast du die Viecher dabei, Blank? In der Logo auf mich ist Verlass. Sehr gut. Also dann, gehe ich erstmal der Prinzessin ein bisschen Schlafpulver in den Tee schütten. Genau, ein kleines Zeichen unserer Aufmerksamkeit sozusagen. Die ratzen ja wie die Weltmeister. Schloss Alexandria. Also laut unseren Informationen befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterloge der Königsfamilie. Alles klar. Aha. Jetzt kommt, glaube ich, gleich die Szene, in der Marcus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Wir müssen unbedingt fertig werden, bevor der Akt zu Ende ist. Mist, da kommt er, versteck dich, Sedane. Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Gut, weiter patrouillieren. Zu Befehl. Klar. Wir werden nicht mehr dorthin gehen. Was? Ja, ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Verzeihung, würde mich bitte vorbeilassen? Gesichter haschen. Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, eigentlich bist es nämlich du, auf die ich schon mein ganzes Leben lang warte. Bitte? Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich? Genau, seit du geboren wurdest, träume ich davon, dir hier eines Tages zu begegnen, weißt du? Wer ist denn das? Ihr nehmt mich auf den Arm. Nicht doch. Also, wie könnte ich? Verzeiht, ich muss gehen. Hey, so warte doch. Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Nein, ich... Nee, so ein hübsches Mädel kann ich nicht einfach so übersehen haben. Du bist doch nicht etwa... Hey, Sedane, was geht denn da oben ab? Also... bitte verzeiht! Was läuft hier eigentlich? Bei dich, das war gerade Prinzessin Garnet. Ach so, im Ernst? Okay, gut, dass ich das Gesicht erhascht habe. Furchtbar, sage ich. Ja, furchtbar, unvorstellbar, sage ich. Das will Königin Brain aber gar nicht gefallen, sage ich. Schnell, sage ich. Ich hasse die zwei jetzt schon. Sage ich. Furchtbar, sage ich. Nicht so lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Erstmal so schnell wie möglich zur Königin Brain, sag ich. Also diese zwei. Nicht so lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt, echt, ja, sag ich. Du lügst doch, sag ich.
Ich lüg doch nicht, sag ich. Schnell zur Königin Brain, sag ich. Eure Majestät, furchtbar, sag ich. Im Moment wünsche ich Ihre Majestät nicht gestört zu werden. Kommt später wieder. Ist es ein dringendes Anliegen? So ist es, sag ich. Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, sag ich. Wenn dem so ist, so werde ich die Botschaft überbringen. Ich bitte darum, sag ich. Was blustert diese Patrick sich darum mal wieder auf? Nun, worum geht es? Prinzessin Garnet ist... Blabla, schmal. Ganz furchtbar, sag ich. Ich verstehe. Warte dir einen Augenblick. Ich versuche gerade das Stück zu genießen, also erbitte ich mir, nicht gestört zu werden. Ich bitte um Verzeihung, aber Prinzessin Garnet ist... Ach ja, wo ist Garnet überhaupt? Es scheint, als hätten sie das königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denkt die Göre sich dabei? General Beatrix? Jawohl. Und auch ihr, Hauptmann. Oh, das ist ein Charakter. Steiner. Das Steiner. Hauptmann Steiner. Zur Stelle. Schafft mir sofort Garnet wieder her. Sehr wohl, Eure Majestät. Wie ihr befehlt, Eure Majestät. Zu Befehl. Blutetruppe. Company, antreten. Oder angetreten. Nanu. Keiner da. Hauptmann, Steiner. Company zur Stelle. Was soll das, ihr Komiker? Wo ist der traurige Rest? Die anderen sechs, meine ich. Was soll diese lächerliche Darbietung? Auf Befehl von Königin Brain. Zieht euch sofort an und sucht Prinzessin Garnet. Wir spielen sogar. Wahnsinn, oder? Aber an der Geschichte ist wohl was dran. Nicht zu fassen, aber du weißt immer als erster Bescheid, was, David? Potztausend, obwohl ich befohlen habe, die Prinzessin zu suchen, halten die Herren hier also ein Schwätzchen. Oh, Hauptmann, habt ihr das schon gehört? Waymar hat wohl was mit dieser Kellnerin, Resi, glaube ich. Geht sofort die Prinzessin suchen und zwar zackig. Schon unterwegs, Hauptmann. Was für Vollidioten. Checkt, was ihr könnt, kocht. Das muss schneller gehen. Komm, Kopfschmerzen, ey. Heute habe ich Prinzessin Garnet noch nicht gesehen. Königin Brain befahl mir, ihr die Folianten über die Bestia zu bringen, aber es sind ja so viele Bücher. Das sind Garnet, die habe ich hier nicht gesehen. Dann ist sie im Haupteingang raus. Nanu? Ah, das Theaterstück scheint ein großer Erfolg zu sein. Aber wenn ich die Prinzessin nicht finde, bevor es vorbei ist, dann gibt es einen sauberen Anpfiff von Königin Brain.
Außerdem werde ich dann wieder zur Zielscheibe des Spots für Batrix, Leute. Ich muss mich beeilen. Einfach nur da sitzen und ins Wasser starren. Also haben für die Nerven. Hauptmann, leistet ihr mir Gesellschaft bei einem Schwan? Entspannt, sagt er. Schwing deine müden Knochen hoch und such den Prinzessin-Kerl. Auf Befehl, ihr Majestät. Ach du liebe Güte, das ist ja eine Tragödie. Verlasst euch auf mich und ich werde die Prinzessin unverzüglich finden. Ich gebe alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ein bisschen schwieriger, wenn ich umso mehr Leute anheuere. Kann das? Alter! Das muss doch wehtun, diese blöden Treppen. Ich bin fix und fertig. Ja, eben, sag ich ja. Aber ich muss mich zusammenreißen. Ich muss die Prinzessin finden. Da hinten sind sie. Moment mal. Das ist doch die Prinzessin. Das folgt von einem Räuber. Prinzessin, nicht eile! Gar nicht bloß hin. Aua. Das ist ein ganz anderes Spiel wie FF8. Was soll das? Hey. Du da. Wenn du mich schon umrennen tust, dann entschuldige dich wenigstens. Alter, was sind diese Dialekte? Alter! Ich bitte um Verzeihung, ich war in Eile und da. Also wirklich, wo ich. Was? Wo ich doch wirklich auf die. Auf die Bühne muss. Hä? Die machen. Hey, Sedan! Hör doch mal! Die Kleine da, die hatten nicht alle Tassen im Schrank. Wie auch immer, lass mich durch zu ihr. Augenblick mal. Was ist hier eigentlich los? Nein! Ruby, wir reden später. Bin ich zur Vernunft gekommen? Gut, Leute, aber hier an dieser Stelle werde ich im nächsten Part weitermachen bei Final Fantasy 9 und ciao.